Hallo von Herzen, meine Lieben. Ich grüße euch zur neuen Tagesbotschaft. Wir schauen wieder, welche Energien sich heute zeigen möchten. Ihr bedenkt bitte, es ist immer eine allgemeine Legung. Das heißt, die Karten können, müssen aber nicht mit euch in Resonanz gehen. Ich fange mal mit dem Before-Tarot wieder an. Das hat man länger nicht. Da ist hier schon mal rausgesprungen. Die Königin der Kelche und die zwei der Schwerter. Dann haben wir hier die 8 der Kelche, die 7 der Stäbe und an der Unterseite die Sonne. Also, die Königin der Kelche könnte jetzt Fische, Krebs, Skorpion-Energie sein, muss es aber nicht. Es geht um das Thema der eigenen Emotion, der Intuition, der emotionalen Wahrnehmung, der Hellsichtigkeit und Hellfühligkeit. Und mit den 2 der Schwerter, den 8 der Kelche und den 7 der Stäbe könnte es sein, dass du hier in irgendeiner Energie bist, die von einem gewissen Abschied oder einer Loslösung spricht. Du stehst hier aber noch wie vor so einer Entscheidung, Herz oder Verstand. Das könnte jetzt sein, dass du dich damit auseinandersetzt, dich von dem Arbeitsplatz zu verabschieden und von einer Partnerschaft zu verabschieden. Es geht um etwas, wo du weißt, es ist eigentlich Zeit zu gehen, aber du noch nicht ganz sicher bist, welche Auswirkungen hätte das Ganze. Mit der Sonne, 5. Haus, Astrologie, könnte es sich hier um Vaterthemen handeln. Es könnte sich um das Thema des eigenen Kindes handeln. Ne? Also wenn man hier auch mit dem inneren Kind nochmal zu tun hat oder der eigenen Kindheit. Es geht um das Thema Leichtigkeit und Kreativität, da möchte man hin. Und es kann aber sein, dass hier einfach nochmal Entscheidungen anstehen, die man vorher treffen muss, um den Zustand der Sonne zu erreichen. Es geht um das Thema Kampf, Konflikte, Emotionen, Wahrnehmung und ein Gefühl des Hin- und Hergerissenseins. Ich schaue jetzt nochmal mit den Klärungsenergien, da kriegen wir noch andere Informationen bestimmt rein. Eine Klärungsenergie für die Königin der Kelche, eine Klärungsenergie für die Königin der Kelche. Die Liebenden, eine Zwillinge-Energie, eine Klärungsenergie für die 2 der Schwerter, der König der Schwerter. Man überprüft hier noch etwas gedanklich. Eine Klärungsenergie, die Hohe Priesterin für die 8 der Kelche, eine Klärungsenergie für die 7 der Stäbe. Ja, Kampf. Kampf, Kampf und wieder die Königin der Kelche. Es geht um einen Kampf, um einen Konflikt. Das könnte jetzt ein innerer Konflikt sein oder tatsächlich ein Konflikt, den du hier mit jemandem oder etwas hast. Eine Klärungsenergie für die Liebenden und die Königin der Kelche, bitte. Die 3 der Kelche. Eine Klärungsenergie für die 2 der Schwerter und der König der Schwerter. Eine Klärungsenergie für die 2 der Schwerter und der König. Gut, wir nehmen sie alle. Die wollten sich zeigen. Das Ass der Stäbe, die 4 der Stäbe, wieder die Hohe Priesterin, die 8 der Schwerter. Eine Klärungsenergie für die 8 der Kelche und die Hohe Priesterin, haben wir die 2 der Kelche. Eine Klärungsenergie für die 7 der Stäbe und die 5 der Schwerter. Naja, hier springen einige heute wieder. Der Mond, die Königin der Stäbe und wieder die Liebenden. Okay. Typisches Platzproblem. Und an der Unterseite der Gehängte. Okay, ihr Lieben. Also, du bist hier in einer Situation, wenn du in der Reisegruppe bist, wo es ganz klar um das Thema Befreiung aus einer kämpferischen Situation geht. Das könnte jetzt tatsächlich eine alltägliche Situation sein, Beruf, Partnerschaft, Freundschaft etc., Finanzen, wie auch immer.
oder es geht um eine Energie, die dich einfach schon eine Weile hier verfolgt, was so innere Einstellungen sind, Familiendynamiken hier mit den vier der Stäben. Irgendetwas ist hier im System bei dir, was einfach dafür spricht, dass irgendetwas gerade nicht so vorwärts geht. Du stehst ja wirklich im Konflikt mit etwas. Du spürst, dass da etwas Verborgenes ist. Es könnte auch sein, dass du hier wirklich festgehangen hast in einer Situation. Wir haben hier den Mond und hier die Sonne. Könnte sich um Mutter- und Vaterthemen handeln. Aber auch der Mond steht hier für die Fische, also auch das 12. Haus, genau wie die gehängten Energie 12. Hauses, also etwas geborgen, Verborgenes, etwas Geheimes. Und zweimal die Hohepriesterin, was auch eine Fische-Energie ist. Und auch hier, ach, der Kelch ist Saturn in Fische-Energie. Also im Großen und Ganzen geht es hier wirklich um etwas, was verborgen ist, was eventuell sich schon im System befindet bei dir. Und jetzt wird hier etwas ans Licht gebracht. Die Sonne beleuchtet etwas, bringt etwas in den Fokus. Hier könnte es um Ängste gehen, um Tiefes, was das innere Kind betrifft oder auch die Mutter. Es könnte sich auch hier um Geschwisterthemen handeln. Es geht um das Thema Leichtigkeit mit den drei der Kelche, aber auch die Sonne ist das Thema Leichtigkeit. Es geht um Befreiung. Man hat sich hier in irgendetwas gehemmt. Man stand im Kampf mit sich, im Kampf mit anderen, im Kampf mit einem System, Familiensystem, Arbeitssystem. Ich wiederhole mich. Und es geht jetzt hier um eine klare Entscheidung. Während du vielleicht hier noch nicht so genau weißt, wie du dich hier entscheiden sollst, ist aber hier zum Ende hin ganz klar eine Entscheidung mit den Liebenden. Es geht um Aussöhnung, etwas annehmen, aufs Gefühl zu hören. Es kann auch sein, dass sich eine Chance bietet, etwas zu beleuchten, hinter etwas zu kommen. Durch eine andere Person, durch eine Information. Und hier befreit man sich. Man bekommt Informationen, Unterstützung von außen, durch die man in die eigene Kraft zurückkommt, um etwas aufzulösen, um etwas zu klären. Irgendein System wackelt. Das nehme ich hier wahr. Ein System, was von Kampf geprägt war, von Konflikt und Ungleichgewicht geprägt war, eventuell auch von Konkurrenz. Und hier wird etwas ins ausgewogene Prinzip gebracht. Man kommt in die eigene Kraft und Stärke, sich etwas genauer anzusehen, in die Heilung zu bringen, eine klare Entscheidung zu treffen. Ja, ich lasse jetzt hier mal noch ein, zwei, drei Lenormand-Karten springen für die heutige Tagesbotschaft. Das gibt es nicht. Turm und Buch, ein gut gehütetes Geheimnis. Eine Karte bitte noch. Die Sense, das gibt es ja nicht. Und das Herz. Hier wird ein Geheimnis gelüftet, ihr Lieben. Das erinnert mich auch an die Wochenbotschaft. Hier wird ein gut gehütetes Geheimnis gelüftet. Es könnte sich aber auch um ein karmisches Geheimnis handeln. Es geht aber hier um etwas, was schon länger im System war. Rechnet hier mit Informationen, etwas wird offengelegt. Das könnte sich auch um eine Firma handeln. Vielleicht bekommt ihr auch Informationen durch eine Firma, über eine Firma, in der Firma, in der ihr tätig seid. Es könnte auch um das Thema Selbstständigkeit gehen. Also irgendetwas wird hier gelüftet. Man kommt hinter etwas, um dann eine klare Entscheidung treffen zu können oder auch in eine neue Leichtigkeit zu kommen. Schaut euch ruhig mal die Wochenbotschaft an, ihr Lieben.
Weil das erinnert mich an die Wochenbotschaft. Da hatte ich auch gesagt, dass irgendetwas gelüftet wird. Also hier kommst du aber weiter. Aus einer stagnierenden Situation kommst du hier wieder in mehr Bewegung rein. Und die Zweifel, die du hier noch hattest, die lösen sich auf. Ja. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen Tag, einen erkenntnisreichen Tag. Und bleibt mir alles schön gesund und dann hoffentlich bis bald. Eure Helene.